In der Schmiede von Thomas Maria Schmidt soll aus einem eisernen Flohmarktfund etwas Neues entstehen. Das Stück war vermutlich Teil eines klassizistischen Kronleuchters. Jetzt soll daraus ein Beistelltisch werden. Und dafür muss zuerst ein fehlendes Stück ersetzt werden. Wir haben hier eine Fehlstelle. Da ist ein Bein ausgehängt, das kann man wieder einhängen. Erkennen kann man das schön am Zapfen und am Loch. Und auf der anderen Seite fehlt das komplette Bein. Es könnte historisch sein, aber das muss es nicht. Trotz allem würde ich versuchen, die Fassung, die Oberfläche so zu lassen, wie sie ist. Falls es historisch ist und es kommt mal eine genaue, präzise Bestimmung, dann hat man nichts zerstört. Und was wir machen, machen wir reversibel, um eventuelle Fehler wieder ausbessern zu können. Wir versuchen, das Bein zu rekonstruieren und das ausgehängte Glied wieder zu reparieren. Damit der Schmiedemeister und Restaurator im Handwerk die fehlenden Teile originalgetreu ersetzen kann, muss er genauestens Maß nehmen. Also jetzt müssen wir die Länge bestellen von dem Material, das wir zuschneiden. Die Schmiede bedienen sich da einem Trick. Sie nehmen eine Schnur, legen die Schnur um die Lute. So, dann strecken sie die Schnur an der Werkbank aus, legen ihr Maßstab an. Und schon sieht man, dass dieses Teil aus 600 mm Länge besteht. Nicht alles, was hier orange schimmert, ist Rost. Viele Stellen zeigen Überreste des historischen Rostschutzes, der sogenannten Bleimenninge. Sie ist giftig und wird heutzutage nur noch in der Restauration verwendet. Hier kann man noch die Partikel abschälen. Das ist wie so schuppenähnlich. Es entstehen solche Fassungsteile, die abfallen. Mit einer Textilbürste reinigt er das Stück vorsichtig. Von der Oberfläche sieht man vom Optischen keinen großen Unterschied. Was man weiß, der grobe Schmutz ist entfernt. Die Originalsubstanz ist nicht angegriffen. Und die Farbfassung sollte man, wenn möglich, auch erhalten. Das ist das Ziel von einem Restaurator. Jetzt zeichne ich mir den Rahmen auf. Die beste Vorlage ist das Original. Eine große und eine kleine Volute muss er schmieden. Geziert mit sogenannten Krabben. Das A und O des Handwerks ist eine Werkszeichnung, um das Material danach zu formen. Jetzt muss ich das Material zuschneiden, das wir vorhin ausgemessen haben. Dann geht's los. Das Original besteht aus Eisen. Die fehlenden Stücke werden von Thomas Maria Schmidt mit Stahl ersetzt. Stahl ist eine Legierung mit Eisenanteilen. Damit wird heute meist gearbeitet. Reines Eisen kommt fast nur noch in der Restauration zum Einsatz. Damit die Krabben später im gleichen Abstand sitzen, zeichnet er jetzt schon deren Positionen auf das Stahlstück. So, jetzt haben wir unsere Kreuzpunkte und die Kreuzpunkte werden zu Körnern. Achtung. So, aufgereiht wie an einer Perlenschnur, geht's nun zum Bohren. Die Krabben werden später, nachdem das Stück geschmiedet ist, genietet. Dafür müssen Löcher her. Das Feuer in der Kohleesse brennt. Jetzt kann geschmiedet werden. Unterstützt wird Thomas Maria Schmidt von seinem Gesellen, Tobias Wurzenreiner. Er ist sein Zuschläger, denn der Schmied selbst hat alle Hände voll zu tun. In der einen Hand hält er den Stahl,
in der anderen den Kaltschrot. Mit dem wird die Führung eingeschlagen. Das Stahlstück soll an diesem Ende nämlich gespalten werden. Erst jetzt wird der Stahl erwärmt. So, jetzt haben wir die Schmiedetemperatur erreicht. Wir haben fast hellgelb um die 1100 Grad. Bei 1260 Grad verbrennt das Metall. Ja. Dann kommt der Warmschrot zum Einsatz. Ja. Mit ihm wird er das Stück endgültig spalten. Ja, langsam. Ja, ja. So, nochmal richten. Danke. Zum Durchschlagen gehen wir auf ein weiches Metall, da die Ambossbahn geerdet ist, ja. Und wir unser Werkzeug sonst kaputt machen. Ja, ja, ja. Richten. Ja, leicht. Jawohl. Er schmiedet ein Stück zur Seite, damit er mehr Platz hat, um den Kopf, also eines der Enden, weiter zu bearbeiten. Die Köpfe schlägt er breit. Das macht er auf beiden Seiten. Ja, 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 fester. Das lange Stahlstück kühlt nun ab. Thomas Maria Schmidt macht sich an die kleine Volute, die er nachbilden möchte. Das Hammerklingeln ist das Zeichen für den Zuschläger. Sein Einsatz ist wieder gefragt. Das kurze Stahlstück wird nicht gespalten, nur der Kopf wird gebreitet. Und auch hier wird wieder geschlichtet. Ja, 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 gut. Den breiten Kopf rollt er nun nach und nach ein. Er bildet also tatsächlich die Volute aus. Augenscheinlich ein Meister seines Faches. Der Restaurator ist eine Leidenschaft, da ich mit der Firma so weit war, dass ich viel erreicht habe schon, was man erreichen kann, und dann eine neue Herausforderung gesucht. Und in der Firma stellt man Sachen her, die das persönliche Ich sind. Und als Restaurator hat man die Verantwortung, Kulturgüter zu retten bzw. andere Meister ihre Arbeiten wieder zu richten, aber nicht zu verändern. Zu diesem Zeitpunkt lohnt sich ein Vergleich mit der Werkszeichnung. Nun kühlt auch dieses Stück aus. In der Zwischenzeit widmet sich Thomas Maria Schmidt den Krabben, also den Zierkugeln, die die Volute schmücken werden. Sie liegen in leicht konisch geformten Unterlagscheiben. Die stellt der Schmied selbst her. Erwärmt werden sie nicht in der Kohleesse, sondern in der Gasesse,
zweckmäßiger für die kleinen Stücke. Sobald die ausgebohrten Teller auf Temperatur sind, werden sie auf dem Nageleisen mit Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung tiefgezogen. Jetzt schaue ich, ob die Maßhaltigkeit da ist, passt, ist genau das Maß, was wir brauchen. Die werden dann hier eingeführt, werden die Länge noch hinten abgeschnitten. Hier sieht es ein bisschen dicker noch aus, ist auch der Farbe geschuldet, der Fassung. Da ist über 1 mm Farbe noch drauf, Fassung drauf. Zurück zum großen Stahlstück. Hier arbeitet der Schmiedemeister einen Abstandhalter ein, damit er die Volute präzise ausbilden kann. Um das Stück biegen zu können, muss es wieder auf Schmiedetemperatur gebracht werden. So einfach es aussieht, Thomas Maria Schmidt muss präzise arbeiten und beide Seiten gleichmäßig einrollen. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Ein Blick auf die Werkszeichnung beweist, er hat dieses Fingerspitzengefühl. Nun muss er das andere Ende kanten, im exakt geforderten Winkel. Mit einer sogenannten Ziehgabel und dem Rundhorn am Amboss rundet er das Ende ab. Nach und nach gleicht die Gesamtform des Stückes immer mehr der Vorlage. Die letzten Feinheiten macht er mit einer zweiten Ziehgabel. Jetzt stimmt das nachgebaute Stück mit der Werkszeichnung überein, auch mit dem Original. Fehlt nur noch die kleine Volute. Wenn große und kleine Voluten sich getroffen haben, eine Verastlung war, hat man die kleinere Volute in die größere eingelassen, damit die dann später, weil man nicht schweißen konnte, miteinander vernietet hat. Jetzt muss ich den Kopf wegdrehen, weil ich hier an der Innenseite arbeiten muss, weil die Kappen vernietet werden von der Rückseite. Und dass ich dann hinten mit dem Hammer drankomme, werde ich jetzt den Kopf auf die Seite drehen, meine Arbeit durchführen, den Kopf wieder zurückdrehen.
Weil das Stück nur teilweise erwärmt werden muss, kommt es nicht in den Schmiedeofen. Ein seltsamer Anblick, aber Alltag im Schmiedehandwerk. Jetzt ist auch genug Platz da, um die Krabben zu vernieten. Um besseren Halt zu garantieren, möchte ich jetzt gerade noch an den Löchern eine kleine Senkung anbringen, damit sich das Material besser einen Formschluss gibt mit der Voluta. Die Krabben werden nun einfach durch die vorbereiteten Bohrlöcher gesteckt und vernietet. Und schließlich wird die Volute wieder gerade gearbeitet. Gleich sieht es wieder so aus, als wäre nie etwas gewesen. Ein wundersamer Werkstoff. So, jetzt müssen wir abwarten, bis das Teil wieder abgekühlt ist, dass wir weiterarbeiten können. In der Zwischenzeit könnten wir die Schadstelle mal reparieren. Die Schadstelle, das ist ein Stift, der rausgerutscht ist aus einer Volute. Da man früher nicht geschweißt hat, weil es ja ein Eisen ist, hat man müssen alles verzapfen oder bunden, also Halterung finden ohne Schweißung. Und die optimale Lösung oder öfters angetroffene Lösung ist eben ein Zapfen in ein Loch, wie beim Schreiner auch das Verzapfen. Ich nehme eine Ziehgabel, versuche die Volute nach hinten zu biegen, um die Spannung aufrecht zu halten, gebe ein kleines bisschen Gas und das war zu viel Gas, muss ich wieder nach unten biegen und versuche jetzt mit Gefühl den Zapfen ins Loch. Jetzt ist er eingerutscht, jetzt gebe ich ihm hinten zwei, drei Schläge an. Und schon rutscht er ins Loch. So, jetzt kommen wir zur anderen Seite. Da müssen wir natürlich jetzt die Vorbereitung treffen, was hier mit dem Zapfen war. Das werden wir jetzt auf der anderen Seite vorbereiten für unsere Volute. Da wir ja wissen, dass da schon mal ein Bein dran war, ist hier auch ein Loch zu erkennen. Jetzt muss ich das Loch freilegen, um den Zapfen, den ich an meine Volute anarbeite, einführen zu können und das Teil zu befestigen. Am unteren Teil sägt er den alten Zapfen ab. Hier kommt jetzt ein neues Gewindeloch rein. Das Werkstück ist vorbereitet. Die neue große Volute wird mit der kleinen neuen Volute verheiratet. Wieder wird geschraubt, also muss auch hier ein Bohrloch her. Damit die Schraube auch greift, kommt der Gewindebohrer zum Einsatz. Oh. Haben wir noch einer? Und manchmal braucht man auch für ein Gewinde Fingerspitzengefühl. Damit die Schraube später nicht verkantet, legt er nun die kleine Volute wieder auf. Und auch hier bekommt das Schraubloch noch ein Gewinde. So.
Zur Nacharbeit nimmt man noch eine Feile. Thomas Maria Schmidt markiert sich am Werkstück die endgültige Position. Die sind auf jeder Seite anders. Nehmen wir den Mittelwert. Entsprechend der Höhe kann er nun festlegen, in welcher Länge der Zapfen ausgebildet werden muss, mit dem er das neue Teil am Werkstück fixiert. So, jetzt haben wir die Passung fertig, den Zapfen eingepasst und jetzt kommt da unten, haben wir die Achse angetragen eben. Jetzt kommt in der Mitte das Loch zu anschrauben, dann wäre der vierte Fuß dran, dann wäre unsere Aufgabe am Fuß soweit erfüllt bis auf die Oberfläche. Ich finde, das ist gut so, passt schön rein, ist reversibel, kann abgenommen werden. Als Restaurator ist es für mich wichtig, das ergänzte Teil erkennbar zu machen, weil es authentisch ist, weil es ehrlich ist, weil es nichts mit dem alten historischen Teil zu tun hat. Und so wird es auch bei der Tischplatte sein. Sie wird sich deutlich abheben. Um sie später anzubringen, bereitet er noch ein Schraubgewinde vor, bevor er sich um die Oberflächenbehandlung kümmert. Passt soweit. Ran an die Feinheiten. Also mit dem Overdrol schließen wir die Oberfläche gegen Feuchtigkeit und wir verdrängen auch die Feuchtigkeit, die schon im Material oder in der Farbe drin ist. Wichtig ist es, dass wir unser ergänztes Teil total konservieren, weil bei den alten Teilen haben wir ja noch eine Bleimenninge drin und eine Deckschicht drauf. Das ist nicht so dramatisch, aber bei dem neuen Teil müsste die Oberfläche schon geschlossen sein. Das ist wichtig. Sonst könnte Rost drohen. Er muss sich also um jeden noch so kleinen Winkel kümmern. Die Tischplatte hat Thomas Maria Schmidt von einem Glaser nach Maß anfertigen lassen. Um sie vor Stößen zu schützen, befestigt er Moosband auf dem Eisen. Um die Platte nun endgültig am Tisch zu befestigen, schraubt er einen Metallteller in das vorbereitete Gewinde. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Die Herausforderung wurde uns gestellt. Die Herausforderung haben wir angenommen. Dank der Grundausbildung, die ich noch genießen durfte als Schmied, was heutzutage recht schwer ist, weil die Ausbildung kaum noch möglich ist in Deutschland, habe ich durch meine Basic-Wissen vom Schmieden diese Aufgaben können lösen. Und so hat er aus einem unscheinbaren Flohmarktfund ein einzigartiges Stück geschaffen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.